Ein grünes Knittelfeld haben manche schon herantreuen sehen, aber dann ist der Bundeskongress der Grünen am Sonntag doch sehr harmonisch verlaufen. Parteichef Werner Kogler betont, wie wichtig die grüne Regierungsbeteiligung sei. Neben dem Klimaschutz sieht er den Schutz der Justiz jetzt als Hauptaufgabe der Grünen. Am Ende gibt es stehenden Applaus für Kogler und ein emotionales Wiedersehen mit einem Überraschungsgast. Stürmische Zeiten in der Koalition, aber der Parteitag der Grünen am Sonntag verläuft ruhig. Vor 250 Delegierten zieht Werner Kogler Bilanz über die bisherige Regierungsarbeit und kann auch bei schwierigen Themen auf die Unterstützung seiner Partei bauen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir in der Regierung nicht eine gute Gesprächsbasis hätten, gerade an der Regierungsspitze, oder nicht eine gute Arbeitsbasis, überhaupt nicht. Ja. Ich habe mit dem Bundeskanzler, mit dem Finanzminister, eigentlich mit allen Regierungsmitgliedern und Kolleginnen und Kollegen nicht nur eine gute Gesprächsbasis, sondern auch eine gute Arbeitsbasis. Ist das schlecht? Nein. Ist es vernünftig? Ja. Bringt es was? Ja. Na, was hat denn Österreich davon, wenn wir eine Regierungsspitze hätten, die andauernd nur miteinander streitet, weil es irgendwem draußen in der Kommentatorloge lustiger ist? Nein. Das muss klar sein. Ja? Ich weiß schon, dass an der Stelle weniger Applaus kommt, aber das muss auch klar sein, weil sonst geht's nämlich nicht mit neuen Wegen, sonst geht's nämlich nicht mit Regieren, sonst geht's nämlich nicht mit Verantwortung nehmen, aber diese ist eben getragen aus Verantwortungsbewusstsein und Selbstbewusstsein. Das macht's doch aus, verantwortungsbewusst und selbstbewusst. Darauf kommt's, denke ich, an. Das hat uns in der Pandemiebekämpfung sehr geholfen, finde ich. Ich glaube, und das werden die nächsten Monate noch weisen, es ist ja, bei tausenden Entscheidungen in langen Nächten, wo du aber trotzdem oft nur für eine ein paar Stunden oder ein paar Minuten Zeit hast, wie das halt immer war, einige von euch wissen das, ja, da können Fehler passieren. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat Österreich sowohl die Bekämpfung der Gesundheitskrise als auch die Folgen in der Wirtschafts- und Beschäftigungskrise gut bis sehr gut gemeistert. Und das werden alle internationalen Vergleiche herbringen. Ich will das nicht unter den Tisch fallen lassen. Das wäre völlig verrückt, finde ich. Ja. Wo wir die schwersten Krisen seit der Zweiten Republik zu bewältigen haben und es funktioniert. Und ich sage, es funktioniert deshalb viel besser an vielen Stellen. Weil Grün regiert und nicht andere auch. Besonders gut funktioniert es laut Kogler im Justizministerium. Der Schutz des Rechtsstaats zählt für ihn jetzt zu den Hauptzielen der Grünen. Die Botschaft an den Koalitionspartner ist eindeutig. Man muss mal hinschauen, ja? Was braucht Österreich eigentlich? Was brauchen stabile Staaten und Demokratien? Sie brauchen selbstverständlich, aber das Selbstverständliche kommt ja nicht mehr immer so daher, ja? Eine funktionierende Gewaltenteilung. Der liberale Rechtsstaat, die liberale Demokratie hat als eines der Hauptfundamente die unabhängige Justiz. Und es ist Gott sei Dank in Österreich so, dass das Vertrauen in die Justiz ein hohes ist. Man kann sie durchaus auch verlassen auf die Justiz. Und deshalb ist es nur richtig und wichtig, wenn alle, und zwar alle, gerade am politischen Parkett, den entsprechenden Respekt den Institutionen des Rechtsstaats gegenüberbringen. Dem Verfassungsgerichtshof, der Gerichtsbarkeit, den Ermittlungsbehörden, den Staatsanwaltschaften auf allen Ebenen. Ja, und im Übrigen auch dem Parlament natürlich, weil das Parlament in diesen Checks and Balances nicht nur für die Gesetzgebung zuständig ist und nicht für die Budgetkompetenz bloß nur, das sind auch zwei große wichtige Dinge, aber ein drittes Wichtiges an Parlamentsaufgaben ist es, Kontrolle auszuüben. So weit, so normal. Da braucht man nichts in Frage stellen, weil sonst stellen Sie andere Fragen. Ganz einfach. Also, es ist ja gesagt worden, Alma Sadic arbeitet dafür, bei Angriffen stellt sie sich vor die unabhängige Justiz.
Aber es ist weiterhin einfach, ja, im Prinzip. Man soll einfach die Justiz arbeiten lassen. Man soll die Justiz arbeiten lassen. Und deshalb werden Angriffe zurückgewiesen. Sie sind aber auch nicht erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das schon beim aufgefallen ist. Das ist ja genau das Kuriose, wenn ich manche Kommentare lese. Ja, ja, weil da so Zurufe sind, ich finde das eh nicht so gescheit. Ja? Weil da irgendwelche Chats auftauchen. Ja? Ist deshalb schon die Justiz gefährdet? Nein, im Gegenteil. Die ist ja dabei, das aufzuarbeiten. Das sollte man schon sehen. Und das ist auch gut so. Und die Angriffe gehen an... Das können wir uns jetzt schon länger anschauen, eigentlich immer ins Gegenteil aus. Es hat schon begonnen, und das ist einer der großen Erfolge der Grünen, finde ich, bei diesen Regierungsbeteiligungen, hier jetzt speziell. Nachdem die ersten Angriffe gekommen sind, Anfang letzten Jahres, und der Vorgänger-Justizminister vom stillen Tod der Justiz gesprochen hat, ist es doch gelungen, über Budgetverhandlungen mit 200 Millionen pro Jahr mehr diesen stillen Tod abzuwenden, mehr noch die Staatsanwaltschaften im Speziellen damit zu stärken, weil sie überall jetzt 10% mehr Posten besetzen können. Das sind so viele, dass wir noch gar nicht nachkommen, diese zu besetzen. Also, wo ist das Problem? In der Praxis, im Ergebnis. Und wir müssen Politik und Regierungsverantwortung, in dem Fall auch im Justizressort, schon vom Ergebnis her lesen. Dass umgekehrt das seltsam ist, solche Attacken zu vernehmen, ist klar. Das ist manchmal zurückzuweisen, meistens zurückzuweisen. Ich füge aber schon hinzu, jede und jeder, der sich ungerecht behandelt fühlt, in dem Fall auch die ÖVP, hat das Recht, das zu äußern. Kritik im Einzelfall. Ja, klar, ich habe auch die Staatsanwaltschaften schon kritisiert, wie viele Jahre nichts bei den Eurofighter-Ermittlungen weitergegangen ist. Mittlerweile wissen wir warum. Das muss doch möglich sein. Ganz sicher sogar. Aber es kann eben keinen Pauschalangriff auf die demokratischen Institutionen der Rechtsstaatlichkeit geben. Das ist doch der Unterschied. Und den Unterschied machen wir. Das zweite wichtige Thema der Grünen bleibt natürlich die Umwelt. Auch beim geplanten Klimaschutzgesetz spricht Kogler von konservativem Gegenwind. Es gibt die vielen Förderungen, mit denen wir jetzt quasi so viele Klimaschutzmilliarden antreten wie nie erwartet. Also es gibt nur bloß die eine Klimaschutzmilliarde. Es gibt ganz viele. Nie hätte uns das wer zugetraut. Es gibt ganz viele. Und genau so läuft es jetzt. Und dann haben wir noch die ökologisch-soziale Steuerung, die ich vorhin erwähnt habe. Und bei diesem Klimaschutzgesetz haben wir bemerkt, dass die Widerstände, das alte Denken und die alten Barrikaden, ja, da oder dort, gegen die neuen Ideen noch da sind. Ja, ja, wir haben sie ja verortet. In einer Institution, wo die Mitgliedsbetriebe schon wesentlich weiter sind als die Funktionärsschicht. Das Ganze nennt sich Wirtschaftskammer. Jetzt will ich gar nicht leugnen, weil ich vorher das erwähnt habe, dass ich auch, und ich will das ausdrücklich betonen, dass es keine Missverständnisse gibt. Ich habe mit dem Präsidenten Harald Mahrer eine gute Gesprächsbasis. Wir haben die Dinge neulich wieder besprochen. Es ist nicht immer leicht, die haben Sorgen, aber sie haben natürlich in der zweiten Reihe irgendwelche Prätorianergarden, die da herumfuhrwirken. So, das geht sich nicht aus. Da muss man benennen. Das weiß auch der Bundeskanzler, dass sie das ausgeht. Die stehen, das muss man ihnen lassen, die stehen an diesen Stellen zum Regierungsprogramm. Wir treten auch in Europa gemeinsam so auf, pro Klimaschutz, pro Transformation, auch über Preise. Die Fonds werden alle mit den größten Teilen ausgerichtet in die Klimapolitik. Also bei den Fonds sind wir wieder bei diesen Förderungen. Diese Förderungen machen jetzt sehr, sehr viel aus. Das sind genau diese Milliarden, von denen ich geredet habe. Und überall geht was weiter. Und bei der Bepreisung wird es halt manchmal schwierig. Es ist interessant, dass ausgerechnet in der Wirtschaftskammer die größte reformresistente Blockade-Elite daheim ist, wenn es um marktwirtschaftliche Instrumente wie Preisbildungen geht. Das werden die noch lösen und auflösen. Ja? Wir werden es ihnen jetzt ohne überheblich zu sein, wir werden es mit ihnen verhandeln, weil natürlich muss man eben aufpassen, und ich sagte es, dass die Wirtschaft gut umkommt. Das muss ja alles zusammengezählt werden. Aber was nicht mehr geht, ist, dass die früheren Klimawandelleugner, jetzt, die trauen sich ja nirgends mehr gescheit vierer, ja? Die waren früher im Übrigen auf der Regierungsbank, wenn sie noch schnell wer erinnern will. Ja? Das ist jetzt ein bisschen anders. Ja? Wurscht. Dass nicht Klimawandelleugner
jetzt abgelöst werden von Klimaschutzheuchlern. Das gibt's ja. Da meine ich jetzt nicht Einzelne in der Wirtschaftskammer, weil man das einmal in der Zeitung falsch umgehängt hat, sondern ich meine, dass man dort aufpassen muss, dass man nicht den falschen Lobbyisten am Leim geht, von der Öllobby, von der Gaslobby und wie sie alle heißen. Aber auch da haben wir Veränderungen hervorgebracht, zum Beispiel in der OMV, wie man sieht. Man kann ja zuschauen, wie die Veränderung passiert. Auch die OMV wird da oder dort ihren Kurs ändern. Auch das ist eine gute Nachricht. Und da sind wir im heißen Getriebe, in der heißen Küche der Realpolitik, wo echt was weitergeht. Jeden Tag, Schritt für Schritt. Ihm ist es in der Küche der Realpolitik zu heiß geworden. Rudolf Anschober ist im April zurückgetreten. Heute erweist die Partei dem ehemaligen Gesundheitsminister noch einmal die Ehre. Du bist ein unverzichtbarer Bestandteil der Grünen, lieber Rudi. Am Ende gibt es Standing Ovations für neue und alte Parteimitglieder. Für die oberösterreichische Landtagswahl gilt das Motto, das der Parteichef an diesem Bundeskongress ausgibt: Rudern statt Sudern.